Ja, ja. Big Saving Incoming. Gleich vorweg. Mit Laufen 15 gibt es einen einmaligen 15% Rabatt auf alle Produkte von Pure Encapsulations auf www.purecaps.net. Wie und was das ist? Tja, also Laufen ist ja der ideale Sport, um körperlich fit zu bleiben, geistig zur Ruhe zu kommen. Aber das Lauftraining hat halt auch ein paar Herausforderungen in der Hinterhand. Nicht nur für Marathon- und Ultraläufer, sondern halt auch für Freizeitjogger. Durchs viele Schwitzen verliert der Körper wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und die Gelenke werden natürlich durch die Bewegung auch vermehrt beansprucht. Um jetzt jeden Laufmeter weiterhin genießen zu können, ist halt wichtig, dass der Mikronährstoffhaushalt im Auge behalten wird. Der Premium-Nährstoffexperte Pure Encapsulations steht uns dabei mit jahrzehntelanger Erfahrung und den Produkten höchster Qualität unterstützend zur Seite. In jedem Produktionsschritt wird wirklich darauf geachtet, die weltweit strengsten Standards einzuhalten, um Mikronährstoffe in reiner Form frei von unnötigen Zusatzstoffen anbieten zu können. Und zudem dürfen viele Produkte, und das ist jetzt da für alle wichtig, des umfangreichen Sortiments wie Energie, Ausdauer, kontraaktiven Sport, die Siegelprodukte der Kölner Liste tragen. Also, mit dem Rabattcode LAUFEN15 gibt es einmalig 15% auf alle Produkte von Pure Encapsulations, ausgenommen dem Zeug, das schon in der Kategorie Sales ist. Gültig ist das Ganze bis 1.5.2023 auf www.purecaps.net. Und jetzt viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugeschaltet habt und möchten euch darauf hinweisen, dass ihr auch durchhaltet natürlich. Denn es wird heute auch wieder sehr, sehr spannend und ihr werdet wieder was lernen. Und zwar nicht von uns, sondern wir haben uns wieder wen eingeladen, weil wir, der Flo, also der andere, Servus. Servus. Du hast noch nicht einmal dein Bier getrunken und bist schon nicht mehr fähig zu sprechen. Ich möchte gar nicht wissen, wie sich der Podcast entwickelt, wenn du dann wirklich einmal an deinem Bier nuckelst. Naja, deshalb kann ich auch nicht reden. Ah. Weil die Zunge noch nicht geschmeidig ist. Das ist ja das Problem. Dann mach aber mal einen Schluck, bevor Moment. Du weiter trinkst. Mhm. So, jetzt da. Na, und geht schon besser. Na. Es kommt quasi Shakespeare aus deinem Mund. Ja, korrekt. Und weil wir da gleich so hochgebildet daherkommen mit Shakespeare, dürfen wir unseren Intellekt auch gleich weiter nach oben schrauben mit unserer Gästin des heutigen Tages. Wir haben die Lena Siebert bei uns. Grüß dich. Hallo, guten Tag. Dankeschön für die Einladung. Danke fürs Kommen und danke, dass du uns die nächsten 60 Minuten erträgst. Das wird sicher ein Spaß. Das machen wir nur, weil unsere Freundin uns eben nicht mehr ertragen können. Deswegen müssen wir andere belästigen. Tja, jeder macht, was er am besten kann. Damit jetzt der Menschen nicht wild stehen bleiben müssen, irgendwo beim Laufen und zum Googlen anfangen müssen, wer du überhaupt bist und warum du da bist, willst du dich ein bisschen vorstellen? Warum du dich sehr, sehr intensiv mit Sport beschäftigst? Das kann ich gerne machen. Also wie gesagt, ich bin Lena und ich bin Sportwissenschaftlerin, habe also quasi mein Hobby ja zum Beruf gemacht und interessiere mich nicht nur beruflich für den Sport, sondern auch privat für das Sporttreiben und die Gründe, Weggründe und all das, was damit zusammenhängt. Ja, mehr fällt mir spontan gar nicht ein. Ihr müsst, glaube ich, anfangen zu fragen. Kriegen wir hin. Aber du hast es jetzt auch sehr offen gelassen, weil du vielseitig sportlich interessiert bist. Aber warum wir da auf dich gestoßen sind, ist, weil du über Sportler und Ausdauersportler im Speziellen dich wissenschaftlich vertieft hast und darüber geforscht hast. Magst du uns verraten, wie denn das Ganze heißt, also das, was dann rausgekommen ist? Ja, also es ist so, dass ich interessiere mich für psychosoziale Fragen oder für psychosoziale Gesundheit, das ist so mein Schwerpunkt.
Und es gibt ja ganz verschiedene, unterschiedliche Richtungen, wie man sich sportlich ja vertiefen kann. Also Sportwissenschaften, es gibt nicht die Sportwissenschaft, sondern es gibt nur die Sportwissenschaften. Das liegt daran, dass die Sportwissenschaft ein interdisziplinäres Fach ist. Das heißt, sie ist, hat verschiedene Disziplinen, die sie ihr Land holt, also anzieht. Und dann kann man sich jeweils einmal die Sportwissenschaft sozial betrachten, aber auch psychologisch oder sogar juristisch. Und ja, ich habe festgestellt, dass es gerade im Bereich des Ausdauersports, des Ultralaufsports, ziemlich viel Literatur eigentlich gibt, aber tatsächlich wenig gute. Okay. Also wenn man sich, was meinst du mit Literatur? Meinst du mit Literatur jetzt da über den Sport oder von Menschen, die das ausüben? Weil so die klassischen Hallo, ich bin Ausdauersportler, ich habe das und das gemacht, hier ist meine Biografiebücher. Die, nee, gibt's die meinst nicht. Also okay. Nicht die Biografiebücher, sondern wirklich die wissenschaftlichen Bücher. Ich darf jetzt hier keine Namen nennen, aber es gibt ein ganz bekanntes Buch, das ist relativ dick auch, das gilt so als die Läuferbibel. Und wenn man sich aber da reinliest, dann wird man feststellen, wenn man sich ein bisschen auskennt, dass da auch ganz viel falsch geschrieben ist. Und ich habe mich ein bisschen mit der Frage beschäftigt dahinter, wie kann man sich überhaupt mental auf das Laufen vorbereiten? Welche Motive gibt es? Welche Motivation steht hinter dem Laufen? Also was ist der Grund? Ja, was gibt uns Motivation? Was motiviert dich? Also höher, schneller, weiter ist ja so das, was man momentan ganz oft hört, nicht nur beim Sport, sondern auch im Alltag. Und ich habe mich ein bisschen dafür interessiert, wie überhaupt die Ressourcen dafür sind. Also warum treiben Menschen Sport? Was motiviert sie? Was treibt sie an? Okay, das heißt, du gehst jetzt da nicht so sehr bei der ganzen Forschung auf die, ich nenne mal jetzt da die Trainingslehre ein. Wie schreibe ich mir den optimalen Trainingsplan für whatsoever? Sondern wirklich, warum schreibe ich mir einen Trainingsplan? Warum mache ich diesen Sport eigentlich und warum bleibe ich dabei und was gibt mir das Ganze? Das ist die ewig alte Frage von Peter, warum habe ich einen Trainingsplan? Ich versuche das seit einem Jahr zu klären. Ja, ich kann dir sagen, warum ich einen Trainingsplan habe. Ja, aber die Studie hat sicher nicht rausgebracht, dass der Podcast-Freund schuld daran ist, dass die Leute Ultrasport machen. Aber nur, weil sie das noch nicht wusste. Ach so. Ja, das wird nachher im Band 2 ergänzt. Na gut. Ja, sie hat euch ein ganz tolles Thema rausgesucht zum Jahresanfang. Motivation, was motiviert mich? Ja, also Flo, was motiviert dich? Ja. Die Hochburg der Motivation ist gerade. Ja. Mich würde eher interessieren, was man aus wissenschaftlicher Sicht motiviert, weil was mich motiviert, auf der ewig alten Suche bin ich eh wahrscheinlich noch immer. Da habe ich noch keine Antwort. Deswegen bin ich gespannt, was die Wissenschaft sagt. Was mich aber eher interessiert ist, inwiefern kann man das wissenschaftlich wirklich untersuchen, was die Leute motiviert, oder wie kann ich da, weil du hast ja gesagt, dass das, was da ist, jetzt nicht gut genug ist. Wie kannst du das jetzt besser machen? Genau, also ich habe mich, ich habe die Literatur durchforstet erstmal und habe geschaut, was gibt es überhaupt zum mentalen Training. Also das war so ein bisschen der Grundstein, was gibt es zum mentalen Training, wie ist das mentale Training generell aufgebaut, was gibt es dazu, gerade Ultrasport, Ultra-Ausdauer. Und dann ist mir einfach aufgefallen, dass vieles einfach so ein bisschen wegfällt. Also es ist nicht alles immer so ganz ausführlich beschrieben, manches ist sehr oberflächlich nur beschrieben. Und deswegen habe ich mich ein bisschen darauf fokussiert, einfach auf die Motivation. Also was ist überhaupt Motivation? Was treibt mich an? Das habe ich eben schon gesagt. Also als simples Beispiel jetzt, man sagt ungefähr 7 Minuten Sport ist gleich 1 Minute mehr Lebenszeit. Da könnte man jetzt überlegen, ja, wer treibt denn überhaupt Sport? Nur damit er einen so länger lebt. Und das sind einfach so Fragen. Zählt die 1 Minute zu den 7 dazu? Nein. Oh. Also 7 Minuten Sport. Ergeben 8 Minuten. Nein. Weil 7 Minuten mache ich ja Sport. Deswegen, also das sind so Fragen, die man sich stellen muss. Weswegen treiben Menschen Sport? Und
bevor das jetzt ein bisschen in die falsche Richtung abdriftet, es gibt bestimmte Motive. Okay. Und es gibt insgesamt drei Grundmotive. Und das ist einmal das Leistungsmotiv, das Machtmotiv und das Anschlussmotiv. Also es gibt über 2000 verschiedene Motive. Aber das sind so die Hauptmotive, weswegen Menschen Sport treiben oder gerade Ausdauersport treiben. Leistungsmotiv kann ich mir sehr gut vorstellen. Das schreit nach dem Peter. Der Peter will Platzierung, das würde ich jetzt mit Leistung verbinden. Macht und was war das dritte, was du gesagt hast? Anschluss wäre jetzt, könnte ich mir jetzt eher so vorstellen, wie dass ich halt in einer Gruppe dabei sein will. Aber Macht, wie kann ich mir Macht jetzt vorstellen? Vor allem im Ausdauersport. Also beim Kampfsport könnte man Macht noch vorstellen, dass ich sage, okay, ich will meine Gegner dominieren quasi oder sagen, ich bin super toll und tralala. Aber beim Ausdauersport? Ja, stell dir das mal vor, wir laufen den Ultra und wir haben 80 Kilometer vor uns und nach dem Marathon stellen wir fest, oh nee, also eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock mehr. Ich bin voll im Tief. Ich frage mich überhaupt, also ich stelle mir plötzlich die Sinnfrage, was mache ich hier? Warum tue ich mir das an und so weiter. Und diesen Punkt quasi zu überbrücken, also zu sagen, hey, ich reiß mich jetzt zusammen, ich streng mich an, ich fokussiere mich auf irgendetwas, was mir Motivation verschafft und ziehe das einfach durch. Also ich habe quasi die Macht über den eigenen Körper und meine Gedanken. Das macht Sinn. Das heißt, Okay. Das heißt, ich bin stärker als mein Körper und zeige mir das, was ich nicht alles kann, quasi. Mhm. Genau. Das heißt, über mich hinauswachsen. Wir wollen ja immer unseren Körper kontrollieren, aber eigentlich ist es ja so, dass der Körper uns kontrolliert. Das wollen wir immer schlecht zugeben, aber eigentlich ist es wirklich so, der Körper kontrolliert uns. Und wir können ihn aber durch eine sehr, sehr starke Motivation unter anderem, also durch unser Gehirn, neurobiologisch auch, ja, so vorantreiben, so motivieren, dass wir auch etwas schaffen, was vielleicht unmöglich ist. Das ist ja auch der Grund, warum man, warum manche Menschen Höchstleistungen erbringen können, weil sie eine Motivation in sich tragen. Und da kann man wieder unterscheiden zwischen intrinsischer Motivation und extrinsischer Motivation. Und eine intrinsische Motivation ist immer stärker. Also wenn ich etwas will, dann ist es viel, viel langanhaltender, wie wenn mein Trainer zum Beispiel sagt, ja, du hast hier einen Trainingsplan, also lauf den doch mal bitte. Ja, wobei, ich meine, das ist ja jetzt da auch bei in allen Lebensbereichen so mit den verschiedenen Motivationsfaktoren, dass man sagt, okay, intrinsische Motivation, irgendetwas zu erreichen, ist immer besser, wie wenn ich von außen, weiß nicht, 50 Euro mehr kriege. Das ist zwar nett, aber es hält halt nicht lange. Leistung und Leistungsdruck kann ich mir natürlich von intern und von extern machen. Also ich würde es jetzt mal beschreiben als Leistungswille versus Leistungsdruck, der von außen kommt, kann ich wieder nachvollziehen. Anschluss suchen versus Gruppenzwang kann ich mir ja auch wieder vorstellen. Macht über meinen Körper haben, als intrinsische Motivation ja, aber von extern, also das ist das Motiv, das ich mir von extern nicht vorstellen kann, weil how? Man kann ja auch nicht immer alle Motive und all das komplett voneinander trennen. Das ist ja manchmal auch ein Zusammenspiel. Grundsätzlich ist es ja aber so, dass man die Motive einmal separat sieht und einmal die Motivation. Also man muss sich vorstellen, Motivation ist der Oberbegriff. Mhm. Und Motivation, wenn man das quasi runterbricht, besteht aus Bedürfnissen, Motiven und Zielen. Und so setzt sich einfach der große Begriff Motivation überhaupt erst zusammen. Also man kann das nicht immer manchmal ganz scharf trennen. Aber es ist halt nun mal so, dass viele Menschen zum Beispiel nur laufen, wenn sie sonntags morgens im Park ihre Freunde treffen. Dann haben sie ganz klar ein Anschlussmotiv. Also sie haben die Motivation, morgens um 9 Uhr da zu stehen, sich aufzumachen am Wochenende. Oder samstags. Ja, Parkrun-Zeit. Parkrun, genau, das sind viele große Städten. der kostenlos ist, meistens. Immer. Samstag 9 Uhr. Auch in ihrer Nähe. Ja. genau. Und wenn wir jetzt zum Beispiel wieder so ein bisschen zurückkommen zum ambitionierten Sport,
da ist es ja nun mal so, dass da auch alles komplett vermischt wird. Also die haben das Leistungsmotiv, die haben das Machtmotiv, aber auch das Anschlussmotiv. Und das Anschlussmotiv heißt nicht nur, dass ich mit dem Laufpartner laufen gehe. Manchmal ist das Anschlussmotiv auch schon, ich tausche mich über den Sport aus. Also ich habe einen gemeinsamen Zugang zu etwas. Meine ganze Bubble, also mein ganzes soziales Umfeld ist in diesem Sportmilieu quasi drinne. Ja. Selbst wenn sie gar nicht mehr Sport machen, weil sie schwanger sind oder weil irgendwas anderes dazwischen kommt. Also so eine klassische falsche Freunde-Geschichte. Die so jeder Zweite, der irgendwann zum Ultralaufen anfängt, hat. So wie bist du dazu gekommen? Weil vornehmen tun sich die selten jemand, aber so, oh ja, wir könnten ja das mal machen. So, oh ja, das könnte man machen. Und zack, 80. Genau. Und schon hat man in diesem Umfeld irgendwie aufgebaut, weil es ist ja in der Ultralaufszene, ist es ja gerade so, da kennt gefühlt jeder jeden. Das war vor ein paar Jahren sogar noch extremer. Momentan ist es ja so, dass die Ultralaufszene extrem wächst und auch generell die ganze Laufszene extrem wächst. Also die Anmeldezahlen bei Marathons, die gehen ja in die Höhe seit Jahren. Und ja, wie gesagt, das Anschlussmotiv nimmt auf jeden Fall immer mehr an Bedeutung an. Zu, genau, danke. Aber wenn ich jetzt diese, also was ich weiß nicht, ob du das auch untersuchst, aber wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber was gewinne ich jetzt daraus? Also, oder fangen wir vorne an. Wie finde ich jetzt heraus? Oder wie kann ich mir irgendwie sicher sein, was mich jetzt antreibt? Ist einfach nur ausprobieren oder ist es irgendwie, gibt es doch irgendwie Methodiken, wie ich da jetzt da irgendwie, ich bin jetzt Neuling, kenne mich nicht aus, weiß irgendwie nicht und bin vielleicht auch ein bisschen motivationslos. Wie finde ich dann raus, was mich vielleicht antreibt, um wieder so meine Liebe zum Sport, vielleicht betreibe ich jetzt ein bisschen Selbsttherapie, aber vielleicht. Aber gibt's auch dann für jeden Typus irgendwie so, weiß nicht, so, also Eigenheiten, die ihn dann irgendwie motivieren, so wie du das Beispiel genannt hast, mit dem, der dann sonntags halt mit den Freunden laufen geht, oder gibt's da dann, also, weißt du, was ich meine? Ich stelle meine Frage vielleicht etwas umständlich. Nee, alles gut. Also ich habe nicht verstanden. Du hast viele Fragen auf einmal gestellt, die man ausführlich beantworten könnte. Also zum einen ist es erstmal so, nur weil ich nicht motivational handle, heißt es nicht, dass ich nicht motiviert bin. Also das Handeln und das Motiviertsein ist nochmal ein Unterschied. Man kann also im Kopf motiviert sein und trotzdem nicht motiviert handeln. Weil Motivation entsteht im Gehirn. Also es sind quasi auch Gedanken, die im Gehirn ablaufen, unter anderem. Das ist erstmal wichtig zu verstehen. Also man kann motiviert sein, ohne motiviert zu handeln. Okay, das heißt, das Flow ist zu doof? Da stocke ich etwas. nur damit du es für einen Deppen für mich nochmal runterbrichst. Heißt das, also ich kann, so nach dem Motto, ich bin zum Beispiel gerne auf YouTube und laufe immer. Das heißt, ich schaue mir so einen Film an, bin hochmotiviert, denke mal, ich laufe übermorgen einen 100-Meiler, aber tue dann nichts. Das ist quasi, dass ich im Kopf motiviert bin, aber eigentlich daraus keine Handlung abfolgt. Richtig, genau. Also die Handlungsabsicht, die muss halt auch irgendwann passieren. Mhm. Also es ist schön, dass wenn man im Kopf schon mal motiviert ist, der erste Schritt, ne? Also Motivation entsteht im Gehirn, von da aus fängt alles an. Aber ich muss auch irgendwann ins Handeln kommen. Und das ist erstmal das Wichtigste, dass man das versteht. Also ich muss erstmal einen Anreiz finden. Und da wäre zum Beispiel dieser Parkrun etwas. Wobei, der Flo ist... Ich habe die intrinsische Motivation, ich möchte laufen, aber dieser i-Tüpfelchen wäre dann in dem Fall zum Beispiel das Anschlussmotiv. Also ich gehe Samstag mit Leuten laufen, und mache das nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und wenn ich das mehrfach mache, dann bilde ich auch wieder eine Art Routine. Und dann bilde ich nicht nur die Motivation stetig fort, also das macht ja auch was wieder mit dem Gehirn, ja, ja, ja. Wenn ich Erfolg habe, wenn ich es schaffe, mich aufzuraffen,
sondern ich versuche dann auch vielleicht mal nicht nur 5 Kilometer zu laufen, sondern ich laufe dann am Mittwoch nochmal mit einer anderen Gruppe, vielleicht noch mal. Ja. Das ist ja quasi der Klassiker, dass man irgendwie so oft sagt, dass das Anfangen ja quasi das Schwerste ist, eben dieses vom Kopf in die Tat kommen. Wenn der Stein einmal rollt, sage ich einmal bildlich gesprochen, dann geht es ja eh meistens leichter. Ich habe das zufälligerweise letztens mit meinem Masseur, weil ich eben jetzt letztes Jahr so ein bisschen mein Lauf in Stocken geraten ist. Und dieses Wiederanfangen ist irgendwie schwer. Und wenn man jetzt wieder drin ist, und ich bin jetzt so seit zwei, drei, vier Wochen wieder drin, dann geht es eh wieder leichter. Und das ist das quasi, was du meinst, wenn dann sich eine Routine gebildet hat, dann steht man vielleicht öfters von der Couch auf und tut was, anstatt dass man liegen bleibt. Wobei du ja, also um noch ein bisschen reinzugrätschen, du hast ja jahrelang, glaube ich 5, 6, 7 Jahre lang, nicht das Problem gehabt, etwas nicht zu tun, weil du hast dann einen Trainingsplan gehabt und du hast ihn einfach exekutiert, fertig, richtig, ohne darüber nachzudenken. Und hattest natürlich auch immer die Motivation, so aller Machtmotiv über deinen eigenen Körper. Hey, ich will mal 50 Kilometer laufen, mal 100 Kilometer. Hey, ich will das erste Mal einen 100 Meiler laufen. Ja, und dann war halt das Motiv aus, weil dann hast du ja alles, was du mal erreichen wolltest, das ist durch. Würde es dir helfen, wenn du 100 Kilometer im Rennen bist und keinen Bock mehr hast, wenn wir dann Lauf 5 sagen in der VP? Weiß ich nicht. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gedacht. Nein, aber ein anderer... Unbreakable irgendwo mittendrin. Best laufen. Aber es ist ein guter Punkt und das ist das, was mich persönlich so extrem fasziniert hat, weil wie der Peter gesagt hat, ich war über Jahre lang, ich glaube sogar länger, 7, 8 Jahre lang, sehr hörig meinem Trainingsplan gegenüber. Sicher nicht immer gesund, aber ja, so ist das halt. Und dass man dann doch wieder so schnell unter Anführungszeichen aus dem rausfallen kann und dass es dann doch wieder schwer ist anzufangen, das ist was mich ehrlich gesagt wahnsinnig überrascht hat. Also das hätte ich mir nie von mir gedacht, dass ich dann so schnell mir denke, ach, ich bleibe lieber liegen auf der Couch. Und das hat mich fasziniert und ja, weiß ich nicht, dass ich da wieder so einen Kraftakt brauche, um wieder rauszukommen aus dem. Genau. Und das ist ja nicht nur mit einmal getan. Also wie du eben schon beschrieben hast. Stell dir vor, du raffst dich auf. Du stehst vom Sofa aus, fängst wieder an. Und dann kommt aber der Punkt, wo du quasi diese Eingewöhnungsphase in Anführungszeichen hinter dir gelassen hast. Sondern es geht jetzt ins harte Training. Also ich muss jetzt Trainingsreize setzen, die auch wirklich in Anführungszeichen wirklich was bringen. Und da hören ja die meisten schon wieder auf. Also wenn es wirklich wieder richtig ins Training geht, dann sinkt schon mehr die Motivation, weil sie dann denken, ja, aber vor einem Jahr, da war ich jetzt im Februar an der und der Stelle und jetzt bin ich erst da und da. Also sie vergleichen sich. Und das ist auch bei vielen ein Problem, gerade am Jahresanfang, dass sie immer vergleichen, okay, wo stehe ich gerade? Wo stand ich letztes Jahr? Wie sah mein Trainingsplan aus, vielleicht letztes Jahr? Ach, ich hatte gar keinen. Ach, ich habe jetzt wieder keinen. Ja, okay, dann dümpel ich mal weiter. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich fragt, warum tue ich das? Und das sollte man sich nicht fragen, wenn man trainiert und auch nicht fragt im Wettkampf, sondern davor. Man sollte verstehen, warum man das überhaupt macht. Für viele wirkt das jetzt total abstrakt. Ja, okay, ich mache halt Sport, weil es tut mir gut. Nee, das Problem ist, dass man nicht tief genug reingeht. Man kann da richtig tief reingehen. Also macht man Sport aus Kompensationsgründen. Was kompensiere ich als Beispiel jetzt nur? Und so weiter. Das ist ein riesen Rattenschwanz, den ganz viele Leute auch einfach komplett verdrängen und sich dann wundern, warum sie keine Motivation mehr haben. Kann ich das eigentlich mit mir selber durchspielen oder brauche ich dann nicht auch jemand, der mir diese Fragen, weil die werden nicht nur Spaß machen, um diese Motivation rauszufinden, auch so lange stellt, bis ich sie beantworte. Weil im Zweifelsfall, wenn man nicht die Motivation hat, durchzuhalten, beim Sport jetzt zum Beispiel, dann hat man vielleicht auch nicht die Motivation durchzuhalten, rauszufinden, was die eigene Motivation ist. Ja, das ist natürlich dann ein ewiger Kreislauf. Den sollten wir einfach durchbrechen.
Flo hat eben gefragt gehabt, wie ich das schon rausfinden kann, ob es da Tests gibt. Ja. Und es ist so, dass es tatsächlich Tests gibt. Also ich bin der Meinung, die kann man auch bestimmt einfach googeln. Also Motivationstests, die dann nachher im Fragebogen angeben, wie die Motive aussehen. Also ich beantworte bestimmte Fragen und diese Fragebögen laufen darauf hinaus, dass sie rausfiltern, welche Motive treiben mich überhaupt an, diesen Sport zu tun. Also diese Fragebögen gibt es schon. Das ist jetzt keine, keine schwarze Stelle. Keine schwarze Magie, wo du irgendwie in einer Neumondnacht auf den übernächsten Hügel gehen musst und dann die Zauberhexe aus dem sowieso Tal befragen du musst. Nicht langsam, dass du in die Esoterik-Ecke abdriftest, nur weil du dir nicht sehen kannst. Schade. Nee. Also, wie gesagt, Hast du irgendwie ein, zwei Tipps, die wir dann vielleicht auch in den Shownotes verlinken können? Weil es gibt wahrscheinlich im Internet, weil im Internet gibt es für und gegen alles irgendwas. Und wenn du sagst, oh, mir tut der linke Zeh weh, dann hast du entweder einen eingewachsenen Nagel oder deine Zylinderkopfdichtung im Auto ist kaputt. Also da kriegst du alle Antworten und bei den Tests ist es halt auch so, dann weißt du wahrscheinlich, was deine Lieblingsfarbe ist, obwohl du wissen wolltest, was dein Motivationstyp ist. Also gibt's da kann ich gerne Gute? Mal nachgucken. Dass ich Perfekt, da danke. Genau, also da sollte es auf jeden Fall einen geben, der da auch valide Antworten kriegt und nicht einfach sagt, so und so. Ja. Und was vor allem ich herausgefunden habe, was das Tückische ist, dass sich das ändert. Also dass ich vor 5 Jahren hätte dir wahrscheinlich eine recht präzise Antwort, die mich auch damals sehr zufriedengestellt hat, gegeben. Aber das, was ich damit sagen will, ist, dass man das halt immer wieder hinterfragen muss, dass eben, was wieder Peter schon gesagt hat, mit Erreichen von Zielen sich das oftmals ändert, weil irgendwann einmal höher, weiter, schneller einfach nicht mehr funktioniert, weil du einfach schon bei 100 Meilen, gut, du könntest dann auf 200 Meilen und die Grunde, die gäbe es, aber irgendwann ist deine Kapazität von dem, was für dich möglich ist, vielleicht erreicht. Und dann musst du dir die Frage stellen. Ich finde, das sind dann die wirklich schwierigen Fragen. Also da geht es nicht eingemacht, aber dann musst du irgendwie unter die erste Ebene durch und vielleicht in die zweite oder dritte. Und das ist dann nicht was du in 5 Minuten irgendwie dir überlegst und zu einer zufriedenstellenden Antwort kommst. Du musst aber mehr Ebenen haben. Die hat auf jeden Fall jeder. Also die Leute, die gut reflektieren können, also sich selber reflektieren können, die sind auf jeden Fall da im Vorteil. Also gerade wenn es an, ich sag jetzt mal, unangenehmere Fragen geht, wie zum Beispiel, ich habe ein sehr ausgeprägtes Machtmotiv. Also ich möchte gerne die Macht über mich haben. Ich möchte gerne auf jeden Fall das schaffen. Ich möchte diesen 100 Kilometer Lauf in der und der Zeit. Und boah, ich habe echt richtig, richtig, bin hoch motiviert. Dann ist es aber auch wichtig, dass man sich fragt, okay, bis 80 läuft alles nach Plan und dann plötzlich habe ich einen Totalausfall. Mir geht's richtig schlecht. Ich habe Krämpfe, Muskelkrämpfe ohne Ende, die Beine machen komplett dicht. Und darauf sollte man sich auch vorbereiten. Also was gibt mir in schwierigen Momenten Motivation? An was muss ich denken? Und da kommt auch wieder dieses mentale Training ins Spiel. Also das ist eigentlich mein mentales Training, sich auch auf sowas vorzubereiten, wenn es nicht nach Plan läuft. Also Training heißt ja nicht nur, ich trainiere, wenn es nur positiv ist, sondern ich trainiere auch Sachen, also auch wenn es nur gedanklich ist, wie ich handeln könnte, wenn es nicht gut läuft. Und das fällt alles unter Motivation. Also auch für den Wettkampf selber sollte man sich die Frage stellen, was motiviert mich da überhaupt, wenn ich Muskelkrämpfe habe, wenn ich komplettes Magen-Darm-Versagen habe oder sonst irgendwelche Sachen, die ja jetzt nicht beim Ultralaufen selten vorkommen, sagen wir es so. Ja, und ich finde dafür ist auch das Ultratraining eigentlich, also das körperliche Training gut, weil du trainierst halt auch so viel, dass du halt auch im Training sehr gern auf solche Probleme stößt und dir dann die Sinnfrage stellst, warum trainiere ich eigentlich für sowas?
ich glaube aber trotzdem, dass man eigentlich, oder dass auch in der Retrospektive, dass vor allem ich auch eigentlich mir auch außerhalb dieses Trainingsvolumens wahrscheinlich dem viel mehr Aufmerksamkeit schenken müsste, damit du dann eben in Situationen, die du halt dann im Training vielleicht nicht hast, oder damit du halt die vielleicht auf fürs Rennen halt noch besser mental irgendwie vorbereitest, oder? Dass du halt noch besser überlegst, warum mache ich das, wie gehe ich mit den einzelnen Situationen um? Und das ist, glaube ich, was für viele ein Problem ist, weil das einfach dann zu wenig beachtet wird, denke ich. Genau. Also es ist so, dass, ja, wir leben ja in einer Zeit, wo man auch sehr viel arbeiten muss. Das heißt, die ganzen Läufer sind ja auch noch berufstätig. Und die können nicht immer zu einer schönen Zeit von 10 bis 1 Uhr trainieren morgens, sondern müssen vielleicht nach der Arbeit um 6 Uhr anfangen. So, das heißt, die kommen von der Arbeit, ziehen sich schnell um, strugglen noch zwischen, esse ich jetzt noch was oder esse ich nichts? Und dann geht's los. Und gerade Ultralaufen oder generell auch Ausdauersport ist halt ein sehr zeitintensives Hobby. Und deshalb stelle ich einfach jetzt mal eine These auf, dass auch das Training schnell gehen muss. Also wir ziehen uns schnell um, gehen schnell irgendwie laufen, versuchen auch hier schnell nach Hause zu kommen, was zu essen, wieder schlafen zu gehen, um zur Arbeit zu gehen. Und wir vergessen aber, dass wir auch manchmal vom Kopf trainieren müssen. Also wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir jetzt überhaupt trainieren gehen. Also ich glaube schon, dass Läufer das kennen, dieses Gefühl, ich komme von der Arbeit, ziehe meine Laufklamotten an und bin aber eigentlich im Kopf noch auf der Arbeit. Weil das einfach ein zu krasser Übergang ist. Und wenn man aber im Kopf auf der Arbeit ist, dann kann man sich nicht auf das eigentliche Training fokussieren. Und da einfach mal zu sagen, ich komme mal runter und bereite mich erstmal im Kopf darauf vor, gleich laufen zu gehen. Das machen die wenigsten. Und das ist auch wieder mentales Training. Ich bereite mich im Kopf auf etwas vor. Und da fehlt ganz oft einfach diese Zeit, dieses Gefühl, ich habe ja keine Zeit, also kann ich mich jetzt nicht da hinsetzen und kann mir erstmal Gedanken machen. Einerseits glaube ich, ist das sicher wahnsinnig richtig. Ich glaube, gerade in der westlichen Welt rennen viel zu gehetzt durch unser Leben und ich inkludiere mich da zu 100%. Andererseits, manchmal gehe ich laufen, damit ich die Arbeit aus meinem Kopf rausbekomme. Also das ist schon noch was ich festgestellt habe, dass mir Sport gut tut, um bewusst die Arbeit aus dem Kopf zu kicken. Also was ich jahrelang gemacht habe, ist mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren und das war goldeswert, weil ich bin mit quasi vielen Gedanken losgefahren und bin eine halbe Stunde später mit klarem Kopf wieder angekommen. Also ich deswegen glaube ich auch, manchmal ist das so ein zweischneidiges Schwert, was das Training betrifft. Ich glaube, dass es manchmal schon bewusst so ist, dass man, wie du sagst, unvorbereitet reingeht, damit man eben danach frei ist. Ja, und das auf jeden Fall. Also das ist ja auch eine Art von Motiv. Also ich gehe laufen, um einfach dem Alltag zu entfliehen. Also runterzukommen, mich zu entspannen. Für viele ist das ja einfach Entspannung. Also das können jetzt vielleicht andere gar nicht nachvollziehen, dass Laufen auch Entspannung sein kann. Aber wenn wir davon ausgehen, ich laufe und laufe und laufe. Und dieses Monotone, das finden ja ganz viele total klasse. Das Wort, das du suchst, ist monoton und stupid. Nein. Das Wort, wo ich drauf hinaus will, ist, ich versuche unterbewusst schon in einen Flow-Zustand zu kommen. Umso monotoner, umso besser. Ich komme in einen Flow. Und dann komme ich runter und es läuft einfach. Und auch dieser Flow, dieses Runner-High, auch das macht ja süchtig. Da werden ja ganz viele Hormone freigesetzt. Und auch das macht süchtig. Und das gibt für viele auch einen besonderen Kick. Ja. Und sie kommen aber auch schneller rein, wenn sie sich im Kopf drauf einstellen können. Das Laufen, entspannt. Das wirkt jetzt vielleicht alles so ein bisschen esoterisch. Aber das ist es gar nicht. Wenn man sich wirklich mit beschäftigt, dann ist ganz, ganz viel, wie wir denken, es passiert eh so viel unterbewusst, einfach mal
Ich komme mal runter. Ich sehe schon, wir propagieren das alles, so wie die Hare Krishna vorm Laufen irgendwie um den Häuserblock tanzen, damit sie in den Lauf reinkommen. Das war nur Spaß. Nein, ich würde es aber total geil finden, wenn wir irgendwo beim Wettkampf starten und dann alle mit so Hare Krishna-Dinger herumlaufen. Also das würde mich schon mit motivieren. Nein, aber was ich da raushöre, ist selbst wenn ich das quasi mit der Intention reingehe, dass ich mich auch abschalte, ist das auch quasi, dass ich mich trotzdem mental darauf vorbereite, dass ich mich frei mache, mich frei zu machen. Weißt du, ich meine? Genau. Also quasi ausziehen vor sich selber. Ja. Man muss sich manchmal komplett offenbaren, um zu reflektieren. Ja. Und ganz ehrlich, das ist das, was ich auch oft gesagt habe, das ist eine der Dinge, die mich an Ultra so faszinieren, ist, dass es diese, wie du sagst, diese Reduktion auf das Minimale, dass Zeit einfach irrelevant wird, dass du irgendwann nur noch an Essen, Laufen und Trinken denkst und eine Stunde vergehen wie 10 Minuten, weil du einfach so in dem Jetzt bist und dem, was du tust, dass du einfach alles rundherum vergisst. Und man wird wahrscheinlich nicht ohne Grund Ultraläufer, weil man dieses Gefühl einfach oder sich sehr stark im Hier und Jetzt zu sein, einfach so selten hat im Alltag, dass man das immer wieder sucht. Und ich finde, man sieht auch generell dadurch, dass das Trend schon sehr stark zum Austauschbar geht, sei es jetzt beim Radfahren oder beim Laufen. Also man merkt, dass gerade in der westlichen Welt die Leute irgendwie nach sowas lechzen, weil es, glaube ich, im Alltag einfach fehlt, dass du diesen Zustand des Nichtsdenken einfach hast, oder du ständig herumhastest. Ja. Es ist vor allem auch das exakte Gegenteil, was die meisten Menschen den restlichen Tag so tun. Was sie sonst tun, ist nämlich sitzen, mit irgendwem reden, telefonieren, nebenbei noch mit einem Auge E-Mail lesen und Sachen machen. Ob sie das jetzt da schlau finden oder nicht, ist dabei ja nebensächlich. Und dieses sich auf eine Sache konzentrieren oder über irgendwas nachdenken, das kommt dann halt oft mal auch zu kurz. Und wenn du laufen gehst, Ich nehme mich mal selber als Beispiel, aber wahrscheinlich wird's anderen ähnlich gehen. Wenn ich sage, ich gehe jetzt da 5 Kilometer laufen, dann bin ich irgendwie zwischen, keine Ahnung, je nachdem wie schnell ich laufe, zwischen 20 und 40 Minuten fertig. In die 20 bis 40 Minuten bin ich mit dem runterkommen und drüber noch nachdenken, was vorher war oder was ich nachher machen muss, noch nicht fertig. Wenn ich jetzt aber meinen Trainingsplan stehen habe, lauf mal 30 Kilometer, dann weiß ich, dass ich in 40 Minuten aber fix nicht fertig bin. Und dann denke ich die ersten, keine Ahnung, 5, 7, 10 Kilometer noch darüber nach, was vorher war. Und über das, was danach kommt, mache ich mir Gedanken auf vielleicht die letzten 3 Kilometer. Dazwischen ist es völlig useless, dass ich mir über das eine oder das andere Gedanken mache, weil ich habe gerade was zu tun. Ich bin dann auch jemand, der zwar immer das Handy eingesteckt hat, weil ich oft Musik höre, die so stupid und monoton in mein Hirn hämmert, dass ich eh an nichts denken kann. Aber ich bin dann super aggressiv, wenn mich mitten im Lauf jemand anruft. Der kann überhaupt nichts dafür. Aber er stört mich jetzt gerade bei was. Ja, also ich habe das eben auch ein bisschen überspitzt, glaube ich, auch gesagt. Also es geht jetzt nicht darum, dass man sich vor jedem Lauf hinsetzt und erstmal Tagebuch führt, was gerade in meinem Kopf ist. Sondern man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, den Körper, also man sitzt im Büro, man hat irgendwie so ein bisschen Rückenschmerzen, unterer Lendenwirbelsäulenbereich tut so ein bisschen weh vom vielen Sitzen, ne? So der Hüftbeuger schön verkürzt. Ja, da dehne ich mich doch auch erstmal vom Laufen irgendwie, wenn ich da so ein bisschen Schmerzen habe. Oder fange erstmal langsam an oder komm, versuche erstmal reinzukommen. Und den Körper wärmen wir also auf, aber den Kopf nicht. Das ist so ein bisschen das, was ich eigentlich sagen wollte. Ich trage manchmal eine Haube. Zählt nicht. Nein, aber ich glaube, es ist gerade am Anfang wichtig, das bewusst zu machen, bevor es ins Unterbewusste geht. Also zumindest mir war jetzt schon klar, dass das nicht jedes Mal, dass ich mich hinsetze und okay, für was bin ich motiviert. Es geht das oft sehr um so. Umso Routine und irgendwann geht das, glaube ich, dann recht unterbewusst. Und das ist auch was, generell, wenn es um das Thema, auch diese Fragen, die man sich, warum laufe ich, das ist nicht eine Frage, die man sich irgendwie aktiv stellt. Das ist schon so ein bisschen
auch sehr esoterisch. Irgendwann tragt einem das Universum nur zu, irgendwann laufen, dann geht's ping und dann weißt du auf einmal wieder, warum du laufst. So, in unserem Gehirn passiert eh so viel unterbewusst. Du musst ja nicht jeden Tag diese Frage aktiv stellen, aber ich glaube, so hin und wieder ein bisschen, also eben, wie du sagst, so in eine Routine reinkommen und das ein bisschen machen, dann geht's irgendwann von selbst und dann ist das ganz automatisch, denke ich, oder? Ja, das ist so ein bisschen auch so, wenn ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das von mir selber, wenn ich laufen gehe und plötzlich irgendwie über Essen nachdenke, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich eigentlich in den nächsten 10 Minuten was essen müsste, sonst geht's mir nicht gut. Das heißt, sobald man sich über Essen Gedanken macht, da ist das schon so ein kleines Warnsignal. Und darauf sollte man zum Beispiel auch hören. Lustig, bei mir ist meistens Trinken. Ich kriege dann, wenn ich merke, dass ich unter Zucker, kriege ich immer Lust auf Cola. Das kriege ich hauptsächlich beim Laufen. Ja, das ist halt Zucker pur. Ja. Na, Insulinspiegel, das schlägt gut an. Ja, ja, aber wir haben die Frage Cola oder nicht Cola schon in einer alten Folge geklärt. Seitdem darf ich wieder mit genüsslich zum Cola greifen. Wohl wahr. Wir haben das höchst wissenschaftlich untersucht. Genau. Okay. Also, dass Cola, dass du gar nicht so viel Cola trinken kannst oder mitnehmen kannst, dass es diese ganzen Gels ersetzen würde vom Zuckergehalt. Gels sind schlimmer. Genau. Dann empfehle ich euch fürs nächste Mal, dass ihr euch mal mit Kaffee auseinandersetzt und dem Koffein da drin. Oh. Ja, aber Kaffee während dem Lauf, wenn man aufbrühen, ist ein bisschen fad, weil da muss stehen bleiben und kalter Kaffee schmeckt halt meistens so semi. Cold Brew Kaffee schmeckt super. Es gibt auch Leute, die kalte Kartoffeln essen. Also von daher, also kalter Kaffee. Also ja, kalte Kartoffeln sind geil. Wenn man am Laufen ist, dann ist es, glaube ich, auch ein bisschen egal, irgendwann, was man gerade isst, oder? Gerade bei so einem. Kalte Kartoffeln mit kaltem Kaffee. Ja, ach so, das ist dann quasi selbstgemachtes Koffeingel. Richtig, genau. Also ich glaube, es gerade verdrehen ziemlich viele Leute die Augen. Ja, mir geht es jetzt nicht um den kalten Kaffee, sondern mir geht es um das Koffein da drin. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber du hast also in dieser ganzen Arbeit hast du dich mit dem, also jetzt einmal mit dem Thema Motivation als Ganzes auseinandergesetzt, dann mit den Grundlagen, wie Hirn funktioniert in dem Zusammenhang. Neurobiologische Prozesse. Das ist die wissenschaftliche Erklärung für den Pöbel, plötzlich, den der Peter gesagt hat. Ja, wie Hirn funktioniert. Ich bleib dabei. Und dann quasi das Ganze auf das ganze mentale Training umgemünzt, sage ich jetzt einmal. Also was mentales Training ist und was ich machen muss und wie ich das aufbauen kann. Weil bis hierhin ist es ja auch noch völlig unerheblich, um welchen Sport es geht. Also das ist völlig egal, ob ich jetzt da schwimmen, sage ich jetzt nicht, weil schwimmen ist kein Sport, sondern eine Zumutung, aber ob das jetzt da Dartspielen ist, da werden jetzt da viele Leute schreien, oder Curling oder Ultralaufen. Und ja, Curling ist mehr Sport als Schwimmen. Korrekt. Weil du sogar Schach ist mehr Sport als Schwimmen. Richtig. Aber beim Ausdauersport dann vielleicht ein bisschen spezieller ist, weil du hast dich dann mit dem Ausdauersport an sich nochmal auseinandergesetzt und wir haben das jetzt da schon in vielen Gesprächen und auch miteinander oftmals beleuchtet und gesagt, okay, jeder, der jetzt da Ausdauersport oder Ultra-Ausdauersport betreibt, der ist ein bisschen doof. Jetzt nicht im Sinne von sehr niedrigem IQ, sondern du musst irgendwo in deinem Leben ein bisschen falsch abgebogen sein, damit du das tust, weil alles, was du da machst, könntest du mit weniger Aufwand auch erreichen. Und es gibt halt immer noch verschiedene Flavors und Levels of Madness, aber eigentlich
wenn du 70 Kilometer durch die Walachei gurkst, wurscht, ob das jetzt flach ist oder durch die Wüste oder über den Berg, da ist ein bisschen komisch. Das heißt, du brauchst nicht nur das mentale Training, damit du weißt, warum du das tust, sondern vielleicht auch, damit du rausfindest, was mit dir schiefgegangen ist. Und das ist jetzt eine steile These. Ich muss mal wieder ein bisschen einmal zurückrudern. Und zwar Ultra-Trail-Laufen oder Ultra-Trail-Marathon, wie man es nennen möge. Es gibt nicht das Ultra-Laufrennen oder die Ultra-Lauf-Definition. Es gibt dann Bergsprints, sage ich mal, ne? Und auch längere Bergetappen. Es gibt... Sie hat gesagt, Ultralaufen und Bergsprint. Das ist für einen Mitteldistanzler sicher super lustig. Also, ich wollte damit nur sagen, Traillaufen und Ultra-Traillaufen und verschiedene Arten von Ultra-Traillaufen nochmal, da gibt es eine enorm große Spannbreite. Und es gibt auch viele bekannte Trailläufer, die sind zum Beispiel dann auf der Straße super gut, aber manche sind auch gar nicht auf der Straße gut. Also das ist ganz, ganz individuell, wo sie sich halt gerade eingeschossen haben. Aber tatsächlich finde ich die Frage auch ziemlich spannend, wie man überhaupt zum Ultra-Trail-Laufen gekommen ist. Aber ist habe ich mich jetzt nicht beschäftigt, aber generell... Von der Motivation her und von dem, was mich antreibt oder von dem Mentalen, ist es dann nicht fast ein bisschen egal, ob ich jetzt am Berg mache oder auf der Straße mache oder... Weißt du, ich meine, wenn ich jetzt der Anschlusstyp bin oder wenn ich der, ich habe die anderen schon wieder vergessen, dann ist ja fast egal, auf welchem Untergrund ich das mache, oder? Prinzipiell schon, aber eigentlich nicht. Und zwar liegt es daran, weil wenn wir uns vorstellen, wir laufen in den Bergen einen engen Trail, ist es ja schon was anderes, weil wie wenn ich in der Stadt auf einer Straße laufe. Warum ist es etwas anderes? Wir haben andere Anforderungen, also Höhenmeterprofil ist ganz anders, aber wir haben auch andere Stressoren, also sprich Reize, die auf uns einprasseln. In der Stadt ist es das Auto, was hupt, dann die Ampel, wo man stehen bleiben muss. Und auch beim Berglauf zum Beispiel, da ist es der Stein oder da ist es die Sonneneinstrahlung oder doch mal der Regen oder sowas in der Art. Also das heißt, die Einflussfaktoren, die vielleicht meine Motivation in irgendeiner Form bedingen, die sind komplett unterschiedlich. Und deshalb ist es nicht zu vergleichen. Hast du da jetzt, wenn du da auf das hingeschaut hast und gesagt hast, okay, was sind denn, also was für Voraussetzungen muss jemand haben, damit er Ultra Trail läuft? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht die prozentuelle Motivlage, warum man jetzt da am Berg herumwurschtelt, eine andere ist, wie wenn man sagt, oh, ich laufe jetzt da einen 48-Stunden-Lauf indoor auf der Bahn, weil dort ist halt jetzt die Abwechslung so nicht vorhanden und am Berg hast du zwar einerseits, oh, toll, toll Landschaft, aber je nachdem, wie du das betreibst, ist also die Landschaft völlig glatte. Aber du hast halt extrem viel, wie du gesagt hast, extrem viele andere Einflussfaktoren. Gibt es da etwas, wo man sagt, das zeichnet jetzt der Ultra-Trail-Läufer aus, also dass dieses oder jenes Motiv eher im Vordergrund steht, oder sie brauchen diesen Mix, damit sie überhaupt da sinnvoll das machen können, was sie tun? Also man kann jetzt nicht sagen, es steht das oder das Motiv im Vordergrund, weil dafür ist der Mensch viel zu individuell. Also das geht nicht. Aber man kann schon sagen, dass dieser große Satz, wo ja viel hintersteckt eigentlich, connected with nature, also verbunden mit der Natur und ich finde mich da so rein, ich werde eins mit der Natur und komme dadurch besser einfach zu dem Flow-Zustand. Das ist eher auffällig. Also, dass die Läufer, die in der Natur gerne laufen, einfach viel lieber, ich sage jetzt mal, natürliche Hindernisse haben. Also Steine, Stöcke, sie mögen es,
auszuweichen und sich individuell anzupassen. Also der Fußabdruck zum Beispiel ist ja komplett anders beim Traillaufen. Also wenn ich berghoch laufe, ist er anders, wie wenn ich bergunter laufe. Ich muss gucken, wo liegt ein Stein, wo liegt ein Stock. Ich muss komplett aufmerksam sein. Das würde jetzt in der Stadt nicht passieren. Und da geht es eher so ein bisschen darum, ja, das ist ein bisschen, ich sag mal, stumpfer. Ne? Also da macht dir eher der harte Untergrund zum Beispiel Probleme. Dieser Aufprall, dass der Asphalt nicht nachgeht, überhaupt nicht. Das geht halt viel mehr in die Gelenke auch. Naja, Straßenlauf ist quasi, ist ja im Endeffekt momentan total, ich würde mal sagen, Uhren- oder Pace fixiert, weil du ja jeden Kilometer bestenfalls in exaktem gleichen Tempo runterreist und immer die gleiche Anzahl an Schritten und Schrittlänge und pipapo. Und das, also das geht ja am Trail ja einfach von der Umgebung her schon gar nicht aus. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich nicht. Also das ist einfach komplett typabhängig. Manche kommen besser in diesen Tunnel rein, wenn sie Steinen ausweichen und irgendwie ja komplett schauen müssen, hochkonzentriert sein, wo sie hintreten. Und manchmal fällt es einfach leichter, einfach stumpf die Straße hoch und runter zu rennen. Mhm. Oder auch die Bahn. Ja. Also ich denke mal, ja, ich wollte gerade sagen, weil viele reizt gerade diese Monotonie, dass du eben den Kopf. Du musst nicht dran denken, wo setze ich meinen nächsten Schritt hin, sondern aber für beiden ist es ja dann wieder, und das, auf das ist das, was man auch schon mal erwähnt hat, ist ja dann doch wieder, dass sie im Endeffekt wieder in diesen Zustand kommen, das Nichtsdenken. Dieses ich vergesse alles um mich herum und kann mich einfach nur auf das Wesentliche konzentrieren. Auf das gefühlt komme ich auf das immer irgendwie zurück. Das schon, was mich dann irritiert oder was ich lustig finde, ist ja, dass der Flo und ich ja auch schon richtig lange Dinge gemeinsam gemacht haben. Also was da im Vordergrund gestanden ist, war uns klar, weil da haben wir gesagt, oh, wir sind zu viert und machen gemeinsam einen Hunderter und das ist lustig und zu viert fangen wir an und zu viert kommen ins Ziel. Also da ist wirklich, könnte man jetzt sagen, bei diesem Wettkampf wäre jetzt das Anschlussmotiv, weil wir machen es als Community Run, im Vordergrund gestanden. Was halt andere halt auch sehr lustig gefunden, weil wir das halt nicht gewohnt waren, also die anderen Mitbewerber, weil ich gesagt habe, oh, das ist interessant, dass das geht, dass man gemeinsam so einen Gruppen-Buben-Ausflug macht. Aber was ich witzig finde, ist dann, dass ja der Flo und ich vom grundsätzlichen Ansatz, wie wir Training, Wettkampf, Ultra Trail an sich sehen, ja, wir machen zwar dasselbe, wir machen auch dieselben Rennen, aber wir machen es komplett anders. Das fasziniert mich ein bisschen. Und bei mir weiß ich ja, warum ich es tue. Beim Flo verstehe ich es noch nicht. Es ist, weil du einfach ignorant bist. Das ist wahr. Jetzt interessieren wir einmal für die. Ja, und das ist auch falsch. Und? Du erzählst mir ja nichts, vielleicht erzählt mir die Lena, warum du es machst, wenn du mal schon nichts erzählst. Das ist eine gute Frage. Magst du mir erzählen, warum ich es mache? Warum du generell Wettkämpfe machst oder warum du läufst? Ja, wenn der Peter sagt, du kannst mir das erzählen. Naja, ich kann jetzt nicht hell sehen, ne? Also schade. So ist es noch nicht. Da habe ich mir gedacht, haben wir einen Esoterik-Podcast und dann ist es doch nicht, wieder nicht so. Na, dann wird es halt doch ein Lauf-Podcast. Aber ich kann dir meine persönliche Meinung dazu sagen. Ja, bitte, 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 bitte. Oh ja. Also ich glaube, dass du es schon machst, um einfach abzuschalten. Wahrscheinlich schon. Also ich schätze dich so ein, dass du einfach, ja, du ziehst die Schuhe an, läufst mal raus und entscheidest spontan, wo du abbiegst. Lustigerweise mache ich das oft, ja. Ich entdecke gern, deswegen heißt doch das ganze Ding laufend entdecken, weil ich gern dort laufe, wo ich noch nicht war. Das stimmt schon. Ja, und ich glaube, ich schätze dich auch so ein, dass du einfach gerne mal mit dir alleine Zeit verbringst. Das stimmt auch. Und das Handy vielleicht mal nicht anguckst, sondern einfach mal in der Gegend rumtümpelst und dich berieseln lässt von der Sonne. Und das stimmt wirklich. Also wir kennen uns wirklich erst seit 52 Minuten, aber das stimmt echt wirklich. Aber ich finde das ja, so wie der Peter gesagt hat, das sind fasziniert, aber ich finde, das ist auch wieder irgendwie das,
gerade auch das Spannende an uns zweien, dass wir eben so total widersprüchlich sind in dem, wie wir das Laufsport oder wahrscheinlich auch generell das Leben angehen, aber dass man davon viel lernen kann eben, dass dieses Ganze so, dieses, ich sage jetzt mal, dieses bisschen Spirituelles, eher so meine Schiene, warum laufe ich und die Schönheit der Landschaft und das Entdecken. Und das ist das, wo der Peter so wie jetzt halt im Kopf zusammenschlägt und auf den Tisch schlägt und denkt, was redet der schon wieder für ein Blödsinn? Aber wenn es darum geht, dann so die, sag ich mal, die Ernsthaftigkeit des Laufens, so ich mache mir Gedanken darum, dass ich in dem Segment so viele Sekunden schneller sein hätte können oder dass ich statt 25 Minuten jeder 23 Minuten ein Gel nehme. Das sind Dinge, über die mache ich mir ehrlich gesagt relativ wenig Gedanken oder nicht in dem Ausmaß, in dem es der Peter macht. Und ich glaube, dass das generell auch bei dem ganzen Ansatz und Motivation wichtig ist, über den Tellerrand zu blicken, zu sehen, wie es andere machen, um halt irgendwie auch dann davon zu lernen und dass sich in dem Maß, in dem es für einen dann passt, zu übernehmen und halt dann daraus zu wachsen, vielleicht neue Motivation zu ziehen. Ja, also eigentlich all das, was wir gerade reden, ist komplett individuell. Und man kann nur so Anreize, so Anstupser geben. Und jeder muss sich selber fragen, wie weit er das vertiefen möchte und ob es überhaupt vertiefen möchte oder sagt, oh Gott, warum soll ich das machen? Und das ist aber irgendwie das Schwierige, dass dir bei den Fragen eigentlich keiner helfen kann. Es kann dir jeder nur die Richtung zeigen, gehen muss das aber selber. Und das ich war dann, lange Geschichte, aber die Kurzfassung, ich habe beim UTMB mitgemacht, ganz langes Rennen, großes Ziel, lang gearbeitet, nicht gefinisht, große Krise. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere mal einen Mentaltrainer. Und das Einzige, was er gemacht hat, hat gesagt, da ist die Richtung, gehen muss das selber. Und da bin ich da gemacht, ich hätte mir schon gedacht, dass er mich ein bisschen ans Händchen nimmt. Aber gerade beim Mentalen, wenn es ums Körperliche geht, hast du einen Trainer, der kann das sagen, was du wann machen musst. Und bei einer großen Wahrscheinlichkeit wirst du auch besser. Das funktioniert irgendwie mental nicht wirklich. Wenn du nicht bereit bist oder wenn du nicht... Du musst selber drauf kommen. Und das ist oftmals sehr, sehr frustrierend. Ja, wir können das Thema gerade nur so im Minimalsten anschneiden. Gerade wenn du jetzt das Thema Coach angesprochen hast, das wäre noch mal drei Folgen. Also hier geht es ja wirklich nur mal kurz ums Anschneiden. Aber wenn jetzt irgendeine Person zuhört, die sich fragt, ja, warum muss ich mir Gedanken machen überhaupt darum? Ja, vielleicht hilft es ja schon, wenn das die Motivation ist, mal demnächst der Nachbarin zu sagen, wenn sie mal wieder fragt, warum man um 10 vom Laufen wiederkommt, ich mache das aus dem und dem Grund. Fand ich toll. Fand ich toll. Meine Nachbarin hat mich schon mal gefragt, warum ich das mache. Und ich habe das gesagt, was ich normalerweise auch sage. Weil ich halt sonst auch nichts kann. Das war sie nämlich sonst auch nicht so genau. Ja. Vollkommen richtig. Also das ist irgendwie das Schwierige, aber auch gleichzeitig das Faszinierende, weil ich glaube, wenn du dann einmal diese Ebenen so ein bisschen durchbrichst, dann kannst du da wahnsinnig, dann liegt ein großer Schatz begraben. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man laufen geht, wird ja Dopamin ausgeschüttet. Das heißt, Dopamin ist für die Motivation zuständig. Das heißt, es ist auch wieder ein Kreislauf. Ich gehe laufen, Dopamin wird ausgeschüttet, also kriege ich mehr Motivation. Und ja, deswegen, man muss einfach anfangen. Ja, ja, liebe Kinder, dazu müsste man nicht laufen gehen. Es gibt auch gute Drogen. Just saying. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ihr Drogen nehmen sollt, aber... Du hast doch nicht gesagt, dass man keine Drogen nehmen soll. Ich habe nicht gesagt, dass sie nicht laufen gehen sollen. Also, wer bin ich, dass ich meinem anderen sage, was er tun soll? Zuerst trifft man in die Esoterik-Ecke ab und jetzt trifft man in die Süchtler-Ecke ab. Ich meine... Naja, und jetzt überlegt er, womit du mehr Geld machen kannst. Mit Drogen wahrscheinlich, aber das ist nur sehr... Nein, mit Esoterik wahrscheinlich. Da chandelst du irgendein Mineralwasser und Chucky Chuck, 60 Euro. Ja, aber kurzfristig machst du mehr Geld mit, schau dir an, die Drogenbosse, die... Ja, aber für das eine wirst du eingesperrt, für das andere nicht. Naja, wenn es den... Also Risikoabwägung bin ich noch immer in der Esoterik. Aber das ist ein anderes Thema. Wir driften ab. Oh, slightly. Also pass auf, was ihr trinkt. Richtig. Also schön Wasser mit Magnesium, ne? Das ist auch so ein Punkt, wenn man jetzt komplett abdriften möchte. Man kann auch Magnesium über die Haut aufnehmen.
Ja, und lustige Story, schön, dass du das ansprichst. Das hat nämlich dir, Flo, hat's geholfen. Nämlich genau bei diesem Rennen, das er vorher angesprochen hat, beim UTMB, habe ich die Mannschaft da betreut, rund um den Flo. Und die Sabrina hat mich da auch unterstützt und wir haben da die ganze Geschichte so gemacht, dass wir mitunter mit Magnesiumspray gearbeitet haben. Ah, ja, ja, ja. Also, ja, Magnesiumspray und einmassieren und das hat, wir wissen zwar nicht, ob es geholfen hat, aber es hat keinen Krampf gehabt. Nein, das war sehr angenehm. Das ist so ein bisschen wie Melatonin-Spray. Also der Placebo-Effekt ist da einfach Bombe. Möglich. Also nimm alle Magnesiumspray. Magnesiumspray weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht hilft es wirklich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch manchmal nicht, was alle gegen den Placebo-Effekt haben. Solange es funktioniert und jetzt sind wir eh schon in der Schrubbleige, jetzt ist eh schon wurscht. Aber selbst wenn es nur der Placebo-Effekt ist, solange es funktioniert, who cares? Ich finde den Placebo-Effekt so lang cool, solange man das Zeug nicht anhören muss. Also solange man nicht Placebo dabei anhören muss, ist der Placebo-Effekt super. Wie kommen wir von na, wirklich, ich bin... Das gibt Motivation. Ja, das macht motiviert. Motivation, ja. Mhm. Was mich noch interessiert ist, zum Thema Motivation nämlich, weil das ist, glaube ich, auch für Ausdauersport und Ultra-Ausdauersport sehr relevant, weil bei kurzen Sportarten, also wo die Belastungsdauer oder die Wettkampfdauer oder was auch immer, wie du ja immer es nennen willst, relativ kurz ist, ist ja die Motivation, dass du besser wirst fürs Training, sehr relevant. Also wenn ich jetzt da, ich bleibe jetzt beim Laufen, damit es einfacher ist, wenn ich sage, okay, ich bin ein 200 Meter Hürdenläufer oder 200 Meter ohne Hürdenläufer, egal, ist meine Belastungsdauer irgendwo bei einer halben Minute oder drunter, bestenfalls. Da muss ich mich während des Rennens nicht wahnsinnig motivieren, sondern da muss ich einfach nur Kopf ausschalten, Laktat ins Hirn knallen lassen, bis es bei den Ohren rauskommt und gewonnen. Oder halt nicht. Da ist die Motivation fürs Training und fürs Durchhalten und für warum ich mitmache und so weiter, da ist es da wichtig. Aber beim Ausdauersport ist ja diese ganze Motivationsschiene während dem Wettkampf, glaube ich, super spannend, weil du hast halt echt viel Zeit, drüber nachzudenken, warum du den ganzen Schmonzens machst. Gibt es da irgendwie Besonderheiten, dass du sagst, hier, man hat rausgefunden, dass die Menschen dann so drauf reagieren, weil ist die Motivation durchgehend dieselbe oder ist die Motivation am Anfang von einem Wettkampf eine andere wie mitten im Wettkampf, wie am Schluss? Also auch das ist ja wieder ganz individuell, aber grundsätzlich kann man ja sagen, dass natürlich die Motivation kurz vorm Start total hoch ist. Das ist auch der Grund, warum manche einfach dann Vollgas geben und dann nach 3 Kilometern feststellen, es war doch ein bisschen zu schnell. da lacht jemand. Das ist der Peter, ja. Peter 1, das ist so der Peter. Genau, das heißt auch das Rennmanagement sollte man nicht erst an der Startlinie machen. Also man sollte sich schon vorher überlegen, welche Renntaktik, das klingt jetzt wieder so hochgestochen, aber Renntaktik ist ja ein anderes Wort für, ich mache mir überhaupt mal Gedanken drüber, wie ich das ganze Ding überhaupt laufen will. Und ich weiß, dass manche Sportler zum Beispiel, also da kommt es wieder drauf an, ob man überhaupt mit Kopfhörern laufen darf, aber manche Läufer haben eine Playlist erstellt, die sie während des Laufes einfach abspulen. Und so wissen sie, okay, ich bin bei Kilometer, da kommt das und das Lied und darauf freue ich mich oder keine Ahnung, irgendwie so. Das heißt, auch da muss man sich im Vorfeld drüber überlegen, was motiviert mich denn? Was brauche ich denn, wenn es mir richtig scheiße geht? Das heißt aber... Und natürlich gibt es da nicht das Universalrezept, was lautet, ich guck da mal kurz irgendwie einen Baum an und mir geht's besser. Sondern manchmal ist auch einfach das Rezept, ich halte jetzt diesen scheiß Schmerz durch. Ja. Und ich laufe jetzt einfach weiter. Und ich mache das einfach. Ich denke nicht nach, warum,
sondern ich mache. Ganz Flo, monotones Machen. Kannst du dich erinnern? Du hast mir die Playlist für Slowenien Pimmel raus Mofa fahren gehabt. Und das war bei Kilometer 85 wirklich lustig. Das, aber, und es hat motiviert. Siehst du? Super Lied, wenn du es nicht kennst. Ich habe vergessen, wie die Band heißt. Pimmel raus Mofa fahren. Blinker links. Super Lied. Große Literatur. Auf Spotify kann ich nur... Wenn ich dran denke, haue ich es nicht schon. Und Pimmel raus. Oh ja, fahren. Das sollte jeder gehört haben. Aber was ich da raushöre und was ich eigentlich ziemlich genial finde, dass du dir quasi so dein Rennen überlegst, so okay, ich bin der Typ, der am Anfang irgendwie motiviert startet. Das heißt, ich muss eher schauen, dass ich mich vielleicht ein bisschen bremse. Das heißt, wenn wir jetzt bei der Playlist bleiben, das heißt, ich spiele vielleicht Musik, die mich ein bisschen runterholt. Ich bin dann ungefähr nach so vielen Minuten ungefähr da. Das heißt, anhand, wie ich die Playlist zusammenstelle, dass ich mir so die einzelnen Phasen meiner Motivation überlege und wie ich dann angemessen darauf reagiere. Das heißt natürlich nicht, dass ich es perfekt habe, aber dadurch, dass ich eine Playlist mache, mache ich mir dann Gedanken über mein Rennen und dadurch bereite ich mich dann aber auch schon mental darauf vor. Genau, das ist quasi auch eine Form für mentales Training. Das heißt, ich visualisiere das in irgendeiner Form. Und stelle es mir so vor, das wird zu 99% so nicht eintreten, dass ich bei Kilometer 40 mich so und so fühle. Aber auch darauf kann man sich vorbereiten. Wie ist das, wenn ich mich da doch nicht gut fühle und so weiter. Aber so eine Playlist als Beispiel jetzt nur, kann einfach schon mal ganz ganz gut helfen, sich überhaupt darauf vorzubereiten. Flo, es wird vielleicht sogar schon mal helfen, wenn du Rennen hast, darauf mehr vorbereitest, wie ich muss um 8.30 Uhr am Samstag am sowieso Bahnhof stehen. Das wird schon helfen, glaube ich. Ich bin nicht bekannt dafür, mich sonderlich genau mit den Details eines Rennens zu beschäftigen. Ich habe aber immer nicht rausgehört, dass ich das muss, weil ich kann mir trotzdem mich mental auf mein Rennen vorbereiten, mir überlegen, in welchen Phasen ich vielleicht welche Motivation brauche und trotzdem nicht wissen, wo der Start ist. Danke. Also, das heißt genau, also eigentlich ist es genau so, du musst dich nicht zwingend darauf im Detail vorbereiten. Manchmal hilft es auch jemandem, einfach sich nicht darauf vorzubereiten und ganz, ganz individuell darauf einzugehen. Und da kommen wir auch auf eine ganz, ganz wichtige Sache, das ist die kognitive Flexibilität. Um es erstmal ein bisschen wissenschaftlicher wieder zu werden. Das heißt einfach, ich lerne, ich lerne quasi situationsangemessen mich zu verhalten. Der Peter lacht ja? Deswegen, weil du mir die wissenschaftliche Erklärung dafür gibst, warum ich weiter ein Honk sein kann. Oh ja. Und das Schlimme ist, ich weiß, wie er sich dann in den Situationen verhält. Das geht mit der Erklärung überhaupt nicht so schlimm zusammen. Bei mir jetzt auch wieder nicht, oder? Na ja, ich gebe ein Beispiel. La Folie? Ja, das eine Mal. Du kannst du immer nur den UTMB nehmen. Ein Beispiel. Entschuldige, wir haben dich unterbrochen. Das ist schrecklich. Ja, ja. Nee, lass dich also, nicht von uns stören. Ich wollte nur sagen, auch dafür gibt es ein Wort, kognitive Flexibilität, und das heißt einfach nur, ich weiß, was auch immer Wissen heißt, aber ich handle, eher gesagt, situationsangemessen. Manche können das, ich sage jetzt mal von Natur aus, ziemlich gut, die sind sehr, sehr gut im Improvisieren, und manche müssen es halt vorher durchspielen. Und da würde halt dieses mentale Training im Vorfeld sehr gut funktionieren bei diesen Leuten. Wenn sie sagen, ich möchte mich gerne besser darauf vorbereiten, dann kann ich mir vorstellen, okay, wenn es mir bei Kilometer 40 nicht gut geht, dann habe ich die und die Möglichkeiten, habe die im Kopf, und dann kann ich jeweils aus einer Auswahl, aus einem Blumenstrauß von Sachen, die ich machen könnte, wo auch einfach mal stehen bleiben, vielleicht runterfallen könnte, als Beispiel jetzt nur, agieren. Manche brauchen diesen Blumenstrauß nicht und die können einfach so laufen und sie wissen ganz automatisch, was ihnen gerade gut tut und was ihnen gerade hilft in dem Moment. Ja, und in kurzer Ernsthaftigkeit, also mich stresst das halt dann meistens, mich zu sehr in zu großen Details, ich weiß nicht, das bin ich vielleicht der Typ, also diese Einfachheit, dass ich weiß, ich bin dort, ich weiß die Dinge, die ich wissen muss und die Dinge,
die zwar nett sind, wenn ich weiß, aber die ich dann eh vielleicht auch dort erfahre oder die man auch vielleicht wie andere sagen kann, wenn ich weiß, dass wer dabei ist, der mir das eh sagen kann, dann denke ich mir immer, da muss ich es nicht wissen, dann bin ich befreit davon und kann mich auf das Wesentliche konzentrieren. Und gerade finde ich mit den Ultra-Jahren, das ist das, was man auch sagt, am Anfang habe ich mich schon sehr durchaus sicher bewusst damit auseinandergesetzt und wie gehe ich damit einer Situation um, aber wenn du das Ganze mal 3-4 Jahre machst, dann hast du schon viele Situationen erlebt und weißt dann auch, wie du reagierst, dann musst du dich nicht jedes Mal in jedem Detail, zumindest ich bin ja nicht der Typ, der das dann jedes Mal braucht, damit er sich mental auf ein Rennen einstimmt. Da ist der Peter sicher ganz anders. Der hat dann irgendwelche Excel-Tabellen und kalkuliert sein Rennen durch, wie auch immer. Soll er machen, bin ich froh, dass er es macht, dann kann ich mitmachen und mir weniger Gedanken machen. Und das ist auch, was ich meine, das ist auch das, warum glaube ich, wir auch, wie der Peter gesagt, bei Rennen gut funktionieren, weil wir uns da ganz gut ergänzen in dem, was ich vielleicht durch meine Larifari, ich denke, alles, das kompensiert der Peter und ich glaube, dass ich andersrum dann halt auch Dinge kompensiert, die der Peter vielleicht nicht so denkt. Wobei, das sind, für mich sind das zwei verschiedene Aspekte. Also, dass du dich jetzt nicht aufs Rennen vorbereitest und ich mich jetzt aufs Rennen vorbereite, also im Sinne von, dass ich mir genau anschaue, weiß ich nicht, wie ist das Höhenprofil, wann will ich bei welchem VP sein und wie ist die Durchschnittsgeschwindigkeit und wie ist es demjenigen, der meine Zielzeit, die ich mir vorgenommen habe, letztes Jahr gelaufen ist, wann war der wo und pipapo und das vorher in meinem Kopf durchlaufe und mir das genau überlege, wann ich, wie das wo ausschauen muss, dass man das nicht machen muss, ist mir völlig bewusst. Weil, wenn man das nicht interessiert, ja, dann mach halt nicht. Was aber für mich spannend ist, ist der Aspekt, dass man vorher durchspielt, und das ist, glaube ich, gar nicht so rennspezifisch, was passiert, wenn ich Durchfall habe? Was tue ich dann? Was mache ich, wenn man, weiß ich nicht, das Schuhband abreißt, was jetzt beim Laufsport halt wirklich deppert ist, wenn er das Schuhband abreißt, weil dann ist nämlich dein Schuh offen. Komme ich dann noch bis zum Dropback von mir aus, wo ich Ersatzschuhe habe? Habe ich Ersatzschuhe? Was mache ich, wenn man meinen Stock abreißt? Kann ich dann noch weiterlaufen? Kann ich nicht weiterlaufen? Muss ich meinen Laufstil ändern, damit ich dann bergab anders laufe, weil ich keinen Stock mehr habe? Also, es geht, glaube ich, gar nicht so darum, dass man sich jetzt kopfmäßig auf dieses Rennen exakt vorbereitet, sondern eher auf die Situationen, die eine Wahrscheinlichkeit haben, größer, weiß ich nicht, 0,2%, dass sie eintreten. Weil dass man sich nicht darauf vorbereiten kann, dass einem im Salzburg ein Bär anfällt, na gut, was ich dann mache, weiß ich nicht. Schau mal. Aber sowas wie, ich habe ein Blasen, ich habe mich aufgewetzt, ich habe meinen Stock abgebrochen, ist halt was Wahrscheinliches im Ultralauf. Und das wäre, glaube ich, hilfreich. Ja, also wie gesagt, manche haben Stress, wenn sie nicht planen. Die anderen haben Stress, wenn sie planen. Auch das ist ganz, 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 ganz individuell. Das ist nun mal so. Und wenn wir gerade zum Thema bei übermotiviert sind, also bei Übermotivation, da sollte man auch im Vorfeld vielleicht sich schon im Training oder auch generell vorher im Kopf durchgehen. Weil angenommen, wir sind bei einem ganz extremen Wettkampf, den wir vorher noch nicht gemacht haben, wo wir nicht wissen, was auf einem zukommt zum Beispiel. Dass wir uns noch vorher bewusst machen, ja, ich bin motiviert, ich bin so motiviert, ich ziehe das auf alle Fälle durch. Aber dass wir uns auch zeitlich bewusst machen, wo höre ich auf? Was muss passieren, wenn ich auch aufhöre? Als Beispiel, ich pinkle Blut. Oder ich bin so schwer gestürzt, dass irgendwie das und das passiert. Also sowas könnte man sich auch im Vorfeld fragen. Was muss passieren, damit ich trotz Motivation dennoch ein Without Finish mache? Da finde ich sehr spannend die Entscheidungsfindung vom Franz. Das habe ich schon ein paar Mal gebracht. Vom Preis Franz beim Race Across America, der mit seinem Teamarzt gesagt hat, oh, wie heißt das oben bei der Schulter? Den Knochen oben.
Den Knochen oben. Schlüsselbein, danke. Das Schlüsselbein gebrochen. Sie haben es wieder zusammengeschustert im Krankenhaus. Und er hat gesagt, naja, kann ich jetzt weiterfahren? Und der Arzt hat gesagt, naja, schon. Und er hat gesagt, naja, was ist, wenn ich noch mehr herfalle? Naja, dann wird er wahrscheinlich das Schlüsselbein in die Lungen fahren. Bin ich dann tot? Na gut, dann fahre ich weiter. Der hat eine ganz klare Strategie gehabt. Es ist vielleicht ein bisschen on the edge, aber die Überlegung war, ist es ein ernsthafter Schaden für mein restliches Leben? Ja, also Ultraläufer sind auf jeden Fall bereit, Schmerzen in Kauf zu nehmen und auch schlimme Verletzungen, trotz schlimmer Verletzungen weiterzulaufen. Ich glaube, es ist aber tatsächlich, wir haben es ja schon ein paar Mal gehabt, jetzt da auch mit verschiedenen Trainern und Läufern und so weiter und so fort. Ich glaube, die schwierigste Einschätzung, die du während dem Ultralaufen dann auch treffen musst oder kannst oder was halt wirklich schwierig wird, ist, es tut weh. Ist das jetzt da ein Belastungsschmerz oder ist das jetzt ein da ist was gar nicht okay, Schmerz. Weil, also welches Aua ist jetzt da ein Hör-auf-Aua und welches Aua ist, naja, wird schon wieder weggehen, Aua. Und das ist, glaube ich, Erfahrung, und wenn ich dir noch mal ganz kurz dazwischen grätschen dürfte, und da bin ich manchmal ein bisschen neidisch auf die Ultraradfahrer, weil die haben ein Team und die haben Leute, die von außen reinschauen können und dir ein bisschen eine zweite Meinung geben können, was wir Ultraläufer nicht immer so haben. Ja, und vor allem die Entscheidung zum auch abnehmen, weil der Teamarzt sagt, du fährst weiter, du bleibst stehen, fertig, ja. Aus. Ja. Genau, ja. Deswegen müssen wir einfach selber auch ein bisschen wissen, wann wir vielleicht auch einfach mal sagen, cut, bis hier und nicht weiter. Und das ist bei manchen ist das Durchfall und beim anderen ist Durchfall noch das normale. Ja, manche trainieren das ja auch. Genau, ja. Weil das immer passiert. Ja. Genau. Lustigerweise fällt mir der Stefan Rapp die total ein, der hat einmal einen Schmäh gebracht, dass einer seit 25 Jahren Durchfall hatte. Die hätte sich wahrscheinlich keine Sorgen gemacht, wenn sie auch beim Ultralaufen Durchfall hat. Ja, ja. Und es gibt ja auch Leute, die das quasi, die einfach sagen, wenn die Belastungsdauer X ist, dann passiert das. Egal wie oft sie es trainiert haben, es passiert halt einfach und sie haben damit gelernt zu leben. Ja. Und bei anderen ist es halt, wenn sowas passiert, halt wirklich schon das the end of the road. Und sagst, ja. Okay, wenn mir das passiert, dann ist bei mir Energie weg, dann ist alles weg und dann muss ich ja auch wirklich aufhören, weil sonst fliege ich irgendwo und komme gar nicht mehr weiter. Aber das ist auch wieder ein gutes Beispiel. Angenommen, man nimmt die Anti-Baby-Pille und man bekommt Durchfall. Dann ist die Wirkung schon mal dahin, im schlechtesten Fall. Und das sind auch Sachen, auf die kann man sich vorbereiten. Und das vergessen vielleicht manche auch. Dass es auch nochmal ein riesen Rattenschwanz ist, was überhaupt der Wettkampf oder das Training auch bewirken kann. Wenn irgendwas in irgendeiner Form schiefläuft, sei es jetzt Durchfall oder ich bin dehydriert im Sommer, Kreislaufprobleme oder auch Sonnenbrand tatsächlich. Also ein schlimmer Sonnenbrand ist ganz schön demotivierend, sagen wir es so. Und da einfach mal ein bisschen dran zu denken, je nachdem, wo der Wettkampf oder das Ding stattfindet, das kann einfach schon enorm helfen. Das ist auch irgendwie wiederum das Spannende am langen Ausdauersport, dass er dann wieder so facettenreich oder so komplex, klingt fast ein bisschen negativ, aber so facettenreich, finde ich, ist eh das richtige Wort, dass es dann manchmal einfach auch nur man weiß, indem man es einfach tut, weil du kannst dir noch so viele Gedanken vormachen, du weißt einfach nicht zwingend, wie es dir nach Stunde 15 geht, wenn du noch nie so lange gelaufen bist, aber dadurch, dass du es mal erlebst, dir da quasi Werkzeug aneignest, das du einfach beim nächsten Mal wieder benutzt, und selbst wenn du das jahrelang machst, gibt es immer noch diesen einen Lauf, der dir dann lehrt, dass du noch nicht alles weißt und der dich dann wieder so auf den Boden der Tatsachen zurückbringt und dir zeigt, dass Ultrasport einfach nicht vorhersehbar ist. Und das ist das, was ich noch für mich dann oft mal abhebe vom 10-Kilometer-Lauf. Hast du ein paar gemacht, irgendwann weißt du einfach, okay, da tut einfach nur der Scheiße weh, und wenn ich gut trainiert bin, laufe ich schnell, und wenn ich weniger gut trainiert bin, dann bin ich hinter meinen Erwartungen. Ist relativ einfach. Sich einfach auch zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder zu dem Anschlussmotiv zurückkommen, sich in der Gruppe absprechen, du läufst da auch mit,
Wie hast, also welche Erfahrungswerte hast du denn zum Beispiel hinsichtlich Stocktraining? Als Beispiel jetzt nur. Muss ich das im Vorfeld trainieren oder muss ich das nicht trainieren? Also allein schon jemanden fragen, wie er, also die, wie das irgendwie, also welche Meinung er dazu hat, das ist, da kann man auch einfach richtig ins Gespräch kommen und sich austauschen. Mhm. Ich würde mal gerne auf die ganze Arbeit zurückkommen. Also, du hast das ja auf Motivation aufgebaut. Also als Grundblock quasi, wo sich das Ganze dann ein bisschen spezialisiert hat auf das Ultra-Trail-Laufen. Hast du da jetzt eine gewisse Grundthese auch gehabt, die du dann versuchst, das zu verifizieren? Und hast du dann am Schluss, wo du sagst, okay, und das waren jetzt meine 3, 5, 7, 10 Key Findings? Genau, also ich bin zum Entschluss gekommen, dass es einfach viel zu wenig Forschung gibt in dem Bereich. Also mentales Training im Ultra-Trail-Laufen in Bezug auf die Motivation und dann jeweils nochmal auf die Leistung. Also das Thema war Einfluss von Motivation auf die Leistung beim Ultra-Trail-Laufen. Und also eingebettet in mentales Training. Und da muss einfach noch ganz viel Forschung passieren, generell bei mentalem Training im Ausdauersport. Mhm. Und wir hatten jetzt die drei Hauptmotive, also Anschluss, Macht und Leistungsmotiv, schon vorweggegriffen. Aber das war so die Quintessenz meiner Arbeit, dass ich gesagt habe, konzentriert euch einfach auf diese Basics. Vielleicht sind diese drei Basics für euch dabei. Das ist sehr wahrscheinlich, dass ihr entweder das Leistungsmotiv habt, das Machtmotiv oder das Anschlussmotiv. Versucht, da so ein bisschen zu analysieren, wie seid ihr dazu gekommen, warum habt ihr das als Motiv, wie ist euer, ja, wo seid ihr generell eingebettet, in welchem sozialen Milieu? Und versucht einfach für euch rauszufinden, generell, warum ihr das habt, das Motiv. Und wie euch das in irgendeiner Form helfen kann im Wettkampf, im Training. Und das ist auch das Leistungsmotiv, kann total motivierend sein. Also wir haben jetzt ziemlich viel über das Anschlussmotiv gesprochen, aber auch das Leistungsmotiv hat ganz, ganz tolle Seiten, die man auf jeden Fall nutzen kann. Mhm. Wenn jetzt da mich selber versuche zu reflektieren, interessiert mir, kann ich in verschiedenen Situationen einem unterschiedlichen Motiv folgen? Kann man, ja. Die Frage ist aber, welches Grundmotiv habe ich quasi, also welches Motiv verfolge ich generell, okay, was ich Sport mache. Aber man kann ja auch, während ich Sport mache, die Motive switchen. Also genau, als Beispiel, genau, das meine ich. Genau, als Beispiel, ich treibe Sport und plötzlich habe ich aber niemanden mehr, der gerade mit mir laufen geht. Dann fällt das Anschlussmotiv weg, obwohl ich eigentlich immer meine Samstagsrunde mit X, Y, Z gemacht habe, aber im Wettkampf ist es nicht mehr das Anschlussmotiv. Dann kann das Motiv auch einfach wechseln. Aber auch darauf sollte man sich vorbereiten. Okay. Dass man sich jetzt über Gedanken macht, ja. Ja, genau. Das meinte ich, weil wir haben es quasi durch, insofern, weil wenn ich jetzt alleine laufen gehe, dann ist es definitiv das Leistungsmotiv. Weil Anschluss ist es dann nicht, weil dann gehe ich halt alleine laufen und dann will ich irgendwas erreichen. Wenn du etwas noch nicht gemacht hast, also wenn ich habe zum Beispiel noch nie einen 100-Meiler gemacht, der Flo schon, und wenn ich sage, okay, ich möchte einmal einen 100-Meiler machen, dann wäre es wahrscheinlich, Fragezeichen, das Machtmotiv, weil ich quasi meinem Körper einmal beweisen muss oder mir selber oder whosoever, dass ich das auch schaffe, weil das andere habe ich halt schon geschafft. Und wenn ich jetzt da, weiß ich nicht, als Begleittraktor bei irgendwem dabei bin oder wir einen gemeinschaftlich irgendeinen Wettkampf machen, wo wir sagen, wir starten und finishen gemeinsam oder was auch immer, oder du bist als Pacer für irgendwen dabei, dann ist es wahrscheinlich das Anschlussmotiv. Aber es ist immer noch dieselbe Person. Du musst es nur wissen, bevor du loslaufst. Und da würde ich jetzt gerne einen Bogen spannen, nämlich, dass man, wenn man gemeinsam läuft, das haben wir ja schon oft gehört vom Transalpinrand oder so, dass sich die Menschen vorher
darüber einig werden, welches Ziel oder Motiv sie verfolgen, dass nicht einer Leistungsmotiv hat und der andere, weiß ich nicht, Anschlussmotiv, das wäre halt ein bisschen scheiße. Ja, der eine will nur schnacken und will mal irgendwie so ein bisschen Smalltalk halten und der andere will wegflitzen. Das genau. Finde ich ganz schlecht. Ja. Also das Gesundheitsmotiv ist wahrscheinlich beim Transalpinwagen eher nicht so gegeben, dass jemand sagt, ich laufe diese Strecke, weil ich meinem Körper jetzt was Gutes tun möchte. Das ist sehr unwahrscheinlich. Denn für die Psyche ist es ganz toll, dann natürlich schon. Natürlich, da sollte man sich im Vorfeld einig sein, gerade wenn man ein Duo ist. Also zum Beispiel, man läuft zusammen in der Wüste, den bekannten Lauf, den man ja kennt, dann sollte man sich vorher schon einig sein, wie man mit schlechten Situationen und Emotionen umgeht. Weil Motivation und Emotion hängt ganz, ganz eng zusammen. Eigene Emotion oder Emotion im Paarlauf oder in der Gruppe? Natürlich beeinflusst dein Partner dich enorm. Also je nachdem, wenn er irgendwas sagt, das macht er was mit dir. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass Emotion, die da in deinem Kopf ist, im Gehirn, deine Einstellung ja auch verändert. Ja. Für irgendetwas. Und ja. Dadurch halt auch deine Motivation bedingt. Also wenn ich als Beispiel jetzt nur eine schlechte Einstellung habe zum Laufen am Sonntag morgens um 9, dann wird jetzt die Motivation auch nicht so hoch sein, morgens um 9 laufen zu gehen. Ja. Oder wenn du 12 Stunden während eines Ultras dir My Heart Will Go On in Dauerschleife anhören musst. Das beeinflusst Emotion und Motivation wahrscheinlich ganz maßgeblich. Vielleicht motiviert es dich zu finishen, damit es endlich oft abdrängt. Das motiviert mich zu ganz vielen. Mir geht das oft so bei Strecken, mit denen ich irgendwie negative Erfahrungen habe, dann wechsle ich oft, weil mich das dann wenig motiviert, die nochmal zu laufen, weil die für mich diese Negativität dann ein bisschen ausstrahlt. Und neue Strecken, denen kann ich dann wieder neue Motive geben, im Sinne davon, dass ich sie wieder positiv belegen kann. Du neue Reize. Ja. Du suchst am Weg dein Mojo, wirklich. Ja. Alter. Aber doch, das ist gut nachvollziehbar. Siehst du, das ist quasi hiermit wissenschaftlich bewiesen, Peter. Du weißt, dass du das ab jetzt immer anhören kannst. Alles, was ich tue, ist wissenschaftlich bewiesen. Ich kann referenzieren auf diese Podcast-Folge. Nein, aber die Quintessenz, die ich mal schon so für mich mitnehme, ist einfach, es ist wichtig, sich das Ganze bewusst zu machen und das auch einfach drüber nachzudenken, bewusst oder unbewusst, wie auch immer, aber sich das in einer gewissen Regelmäßigkeit in seinen Trainings einnehmen und auch, wenn es vor allem mit einem Partner ist, auch sehr explizit machen. Das ist irrsinnig wichtig. Und ich glaube, das auch, was der Peter gesagt hat, was uns immer ausgezeichnet hat, auch wenn wir nicht so das in aller Tiefe besprochen haben, aber es war immer klar, wenn wir zusammenlaufen, was das heißt und wie wir zu agieren haben und dass dann der Leistungsgedanke hinten angestellt ist. Das war so ein ungeschriebenes Gesetz, das einfach von vornherein klar war und deswegen hat es auch einfach immer gut funktioniert. Ja, ja, also wenn du die einen müssen reden, also sprachlich das kommunizieren und die anderen, die brauchen das gar nicht, weil die mit Mimik sich so blind verstehen, da ist es gar nicht nötig. Und das auch wieder ganz, ganz individuell, ja. Hast du irgendwie auch, gibt es tatsächlich, das wäre so die letzte große Frage in meinem Kopf zumindest, einen speziellen Typ Mensch, der zu Ultra-Ausdauersport neigt? Wo du einfach sagst, oder ist es einfach, grundsätzlich sind es gar viele, sie haben nur halt verschiedene Motivationen, es zu tun. Oder ist es einfach, sagen wir sagt, ja, so von 100 Typen Menschen sind es einfach 3 und alle anderen sagen, ihr seid Deppen. Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, was ich sage. Also deine Frage war, um sie nochmal richtig verstanden zu haben, ob es einen Typus Mensch gibt, der für das Ultralaufen gemacht ist. Ja, gemacht psychisch im Sinne von psychisch gemacht ist, genau, weil körperlich, man, ja, natürlich. Ja, also
grundsätzlich ist es so, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, Ausdauersport ist, wie gesagt, monoton. Und Ultra-Trail-Lauf ist monoton und lang. Das heißt, man tut immer wieder diese gleiche monotone Bewegung und das ziemlich lang und man möchte an seine Grenzen gehen. Es gibt, ich sag mal, wenig Ausdauersportler, Ultra-Trail-Läufer, die sagen, also wenn ich im Ultra-Trail laufe, dann gehe ich nicht an meine Grenzen. Also das ist schon in einer gewissen Art immer eine Grenzerfahrung. Das heißt, diese Menschen tendieren dazu, Grenzerfahrungen zu erfahren. Also sie wollen quasi ein Risiko eingehen in irgendeiner Form. Ja. Ein Risiko erleben. Etwas. Ja. Genau, also ne, ein bisschen was Spannendes machen, was sie im Alltag vielleicht noch nicht mehr so haben. Sagen wir es so. Und da sind wir natürlich wieder ganz, ganz stark bei der Kompensation. Also, um es mal mit anderen Worten jetzt zu sagen, unser Alltag ist so monoton und langweilig, dass wir uns deshalb eine Sportart suchen, wo wir wirklich nochmal Grenzerfahrungen erleben. Ja, aber warum tun wir noch, nicht Fallschirmspringen? Nein, aber ich glaube, da brauche ich nicht so viel Training dafür. Ja, das stimmt, aber das ist genau das Gleiche. Also ist ein risikobehaftes Sportart. Und jetzt werden manche sagen, wie kann ein Ultra-Trail-Laufen risikobehaftet sein? Einfach aus dem Grund, weil wenn man 100 Kilometer läuft, dann ist ein Kipppunkt irgendwann, wo es einfach auf den körperlichen Aspekt geht. Also der Körper ist zwar ein Lauftier, also wir sind Ausdauersportler an sich, aber das, was wir in manchen Läufen unserem Körper antun, das ist schon immer so ein bisschen ein Messer zu schneiden. Mhm. Also nicht bei jedem Lauf, das auf keinen Fall und auch nicht bei jedem Marathon, aber tendenziell machen wir das, um eine gewisse Grenzerfahrung zu erleben. Da werden jetzt manche sagen, ja, ich auf jeden Fall nicht, das kann sein, aber prinzipiell ist es so, es ist eine Sportart, wo wir Grenzerfahrung nochmal erfahren können. Ich glaube, das ist ja vollkommen richtig, weil Sport generell ist ja auch ein sehr westliches Phänomen, weil wenn dein ganzes Leben darauf zielt, dass du eigentlich versuchst zu überleben, dann denkst gar nicht an Sport, weil du so dein Alltag so anstrengend ist. Das klingt alles irgendwie negativ, ich versuche es auch sehr, sehr vorsichtig auszudrücken, aber dass du das gar nicht brauchst. Das ist, wir in der westlichen Welt, unser Alltag wird uns so einfach gemacht, uns werden so viele Dinge abgenommen. Es ist immer wieder dasselbe. Wir fahren die natürliche körperliche Anstrengung, die man eigentlich im Leben hat, wird uns so weggenommen, dass wir irgendwie einen Ersatz dafür suchen. Und der ist, Alexa, lauf einen Ultra für mich. Das ist ein deppertes Beispiel. Weil ich schlafen. Wirklich. Nein, aber ich glaube, das ist einfach deswegen keiner in der nicht-westlichen Welt wird draufkommen, einfach joggen zu gehen, weil warum? Das Leben ist eh anstrengend genug. Und wir in der westlichen Welt haben es wieder zu gut, dass wir irgendwo dann auch wieder diese Anstrengung brauchen, weil ich glaube, die dann doch irgendwie sehr tief in uns drinsteckt, dass wir einfach schwitzen müssen und ein bisschen uns auspowern müssen, damit wir einfach wir selbst sind. Genau, ja, so könnte man es einfach auch ausdrücken. Also wir müssen uns nicht die Sorge machen, wo wir als nächstes Essen herbekommen, sondern wir können uns schon anderen Dingen auf dieser Pyramide widmen, wo es nicht nur ums Essen, Schlafen und Wohnen geht. Genau, also grundsätzlich kann man es auch sagen, das ist auch wissenschaftlich besiegelt, dass Individualsportler prinzipiell schon aus einem mittleren, oberen sozialen Milieu kommen. Das kann man schon festhalten. Also liebe Ultra-Trail-Läufer dieser Welt, ihr euch geht's einfach alles gut. Ja, ist so. Ja, ich wollte es nur mal gesagt haben. Weil es ist jetzt auch nicht der allerbilligste Sport, wenn du den ausüben willst. Das heißt, mit dem ganzen Herumreisen und mit den, ich meine, Laufen sich kann sehr simpel sein, aber die wenigsten Ultraläufer haben dann die billige Uhr um den Arm hängen und die neuesten Gadgets und da wird es dann relativ schnell. Nicht so wie im Triathlon, aber schon so ein bisschen. Richtig, weil Triathlon ist nämlich eigentlich ein total simpler Sport. Du brauchst eigentlich nur irgendein Radl und ein paar Laufschuhe und das passt dann. Und die Lotto gewonnen haben. Also, richtig, weil sonst kannst du das Startgeld schon mal nicht leisten. Und da fällt zum Beispiel schon mal das Leistungsmotiv ein bisschen weg. Also wenn du dir das teuerste Fahrrad nicht leisten kannst, das halt
die Zeitmaschine, ja, dann kannst du zwar das Leistungsmotiv haben, aber du wirst dann eher nicht so gut fahren von deiner Zeit her. Ja, und deswegen ist Triathlon halt auch da, aber ein gescheiter Sport ist halt Traillaufen. Wir lieben Triathlon, wir schwimmen sehr heiß, wie du mitbekommst. Oh ja, wir sind auf du und du mit Schwimmer. Wir schmeißen nicht Duathlon. Aktiv Steine nach ihnen. Duathlon. Das ist schon total. Duathlon ist mit cool. Duathlon sind wir auf du und du. Ja. Ja, oh, auf du und du. Wir gehen auf mit Duathlon. Oh. Das ist heraus, ne? Huiuiui. So, Flo. Was? Tell me. Mir purzelt nichts mehr raus. Dir purzelt nichts mehr raus. Mir purzelt auch nichts mehr raus, weil jedes Thema, das ich jetzt noch auf den Zerebrallappen liegen hätte, würde uns jetzt da mindestens noch eine Stunde beschäftigen. Deswegen würde ich sagen, ich habe einmal fürs erste Jahr genug. Ja. Gehört und gelernt. Vor allem gelernt. Wir danken dir, dass du die letzten eineinhalb Stunden mit uns ausgehalten hast und unsere laienhaften Wiedergebungen ertragen hast und dass du uns mit wissenschaftlichen Infos gefüttert hast. Und ja, einfach nur danke. Es war sehr unterhaltsam, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank. Und wir hoffen, dass wir das, was ich ganz am Anfang angekündigt habe, mit du hast uns ertragen, auch schön erfüllt haben und dass du das auch genossen hast. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich hoffe, wir haben einen guten Einstieg, ich betone Einstieg, in das Thema gegeben. Und es war nicht ganz so durcheinander und verwurschtelt. Aber so ist es bei dem Thema. Es gibt ja keinen roten Faden. Es ist alles ein Netzwerk. Ja. In guter Columbo-Manier muss ich jetzt noch eine letzte Frage stellen. Kann man diese Arbeit irgendwo auch lesen, runterladen? Ist die öffentlich? Und wenn ja, wo dürfen wir die verlinken? Sie ist nicht öffentlich und ich habe auch nicht vor, sie öffentlich zu machen. Okay. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Okay. Das liegt daran, weil ich diese Arbeit nochmal erweitere quasi. Mhm. Ich beschäftige mich jetzt mit meiner nächsten Frage. Und zwar hatte ich ganz, ganz kurz angeschnitten, dass Dopamin ja auch beim Sport ausgeschüttet wird. Und es ist so, dass ADHS-Patienten sehr gerne monotone Sportarten machen und ein bisschen, ja, denen hilft es ganz schön, sagen wir es mal so ganz platt. Mhm. Und ich möchte demnächst untersuchen, inwiefern das ADHS-Patienten denn konkret hilft. Okay. Also mein nächstes Thema ist ADHS und Motivation. Und suchst du da Menschen? Ich suche da Menschen. Ich suche Menschen mit ADHS. Und sei es erstmal egal, ob sie Sport machen oder nicht Sport machen. Können wir Menschen zu dir weiterleiten, die sich da für dieses Thema interessieren? Gerne. Dann fühlt euch alle aufgerufen. Und also so, wenn ihr das schon diagnostiziert habt oder stark vermutet wahrscheinlich, weil ich gehe davon aus, dass einige Menschen, die ADHS haben, das nur vermuten, aber gar nicht noch diagnostiziert haben, weil dazu muss man zu einem Diagnosearzt gehen, der irgendwie heißt. Der wo das es keine dann sagt. Standardisierten Verfahren gibt, aber so viel nur so am Rande. alles klar, aber diejenigen werden wissen und werden sich auch angesprochen fühlen. Und dann schauen wir mal. Und ich freue mich darauf, das weiter verfolgen zu dürfen. Also alle, die sich melden, kriegen von mir dann nachher auf jeden Fall ihre Motive mitgeteilt. Weswegen sie Sport treiben. Wenn das nicht Motivation genug ist. Richtig, richtig, richtig. In diesem Sinne, danke. Vielen Dank. Und bis bald. Servus. Bis dann. Bis tschüss. Dann. Ciao, ciao. Und zum Schluss kommt nochmal euer Nutrition-Gewissen. Diese Folge wurde unterstützt von Pure Encapsulations. Mit Laufen 15 erhaltet ihr 15% auf eine einmalige Bestellung. purecaps.net. Hingehen, versorgt sein. Bis dann. Ciao.